lieber Sport, was geht ab und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt's ein brandneues Format. Wir haben uns wirklich lange Gedanken gemacht, wie wir dieses Format nennen und wir sind zu dem Schluss gekommen, Nation Escalation. Also so werden wir es nennen und ich bin natürlich heute nicht alleine. Ich habe den guten, den mit Abstand sympathischsten YouTuber auf ganz YouTube dabei und es ist der gute Mo. Okay, vielleicht kennt ihn der ein oder andere. Sag mal hallo, Bruder. Moin moin Freunde, hi, schön, dass ich auf deinem Kanal sein darf, lieber Ibo. Freut mich echt sehr. Wir haben lange überlegt, wie gesagt, und ich freue mich echt mega drauf, ohne Scheiß. Geil, geil, geil. Sei mal ehrlich, wie lange haben wir jetzt für den Namen gebraucht, Bro? Also auf jeden Fall länger, fürs Team, länger als fürs Team bauen. Egal, wir machen jetzt einfach weiter. Ich versuche euch jetzt zu erklären, wie dieses Format funktioniert. Und zwar haben wir jeweils 4 Abteilungen. Einmal die Stürmer, einmal die ZMs, dann die Rechtsverteidiger, Linksverteidiger und die Innenverteidiger und der Torwart sind wieder eine eigene Gruppe. So, wir fangen mit den Stürmern an, zum Beispiel der Mo fängt an zu schießen. Er darf auswählen eine Nationalität, eine Liga und eine Mannschaft. Ist eine Nationalität, eine Mannschaft oder eine Liga, die er richtig trifft, in meiner Aufstellung drin, muss ich diese Spieler rauskicken. Beispielsweise er sagt türkische Liga und ich habe vorne... Also er spielt in der türkischen Liga. Quaresma. Zum Beispiel Quaresma spielt bei mir im Sturm, dann muss ich Quaresma raushauen. Ja? Wenn er die Super League nicht trifft, wenn ich kein Spiel aus der Super League drin habe, dürfen alle Stürmer drin bleiben. Dann darf er eine Nation sagen, zum Beispiel er sagt Deutschland und ich habe vorne drin den Havertz, dann muss Havertz raus. Und genauso sieht es bei der Mannschaft auch aus, wenn er zum Beispiel sagt Real Madrid und ich habe vorne im Sturm Bale drin, dann muss der auch raus. Und ich muss diese Spieler mit Bronzespielern ersetzen. Falls der gute Mo einen Spieler trifft, oder drei, er kann ja vielleicht auch drei auf einmal treffen, hat er 3 Joker. Unsere Joker sind hier auf der Reservebank. Die Squad Building Challenge. Die Squad. kennst du die Roche? Oder dachte so, ja. Dry. Also Jungs, Ibrahimovic muss safe eingebaut werden. Da unsere Squad Building Challenge um den Ibrahimovic geht, muss er am Ende von dem Schießen, sage ich mal jetzt, unbedingt eingebaut werden. Die restlichen 4 Spieler, die auf der Reservebank sind, sind die sogenannten Joker. Also falls ich jetzt schaffe, 4 Spieler von Mo zu erschießen, sage ich mal jetzt, kann ich 4 Joker einbauen. Und genauso sieht es beim Mo K auch aus. Ist es angekommen? Bro, hast du noch Fragen? Ich bin bereit, mein Freund. Ich bin bereit für die Depot-Vernichtung. So heißt auch übrigens mein Team. Ich muss mein Team auch umbenennen. Ich muss mein Team auch unbedingt umbenennen. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Schießen an, aber ich ändere noch kurz meinen Teamnamen und dann geht's los. Okay, Jungs, ich habe meine Mannschaft umbenannt. Es heißt Leben und Tod, weil Leben und Tod von Mo K nicht mehr reingepasst hat. Aber ihr wisst Bescheid, Jungs, an Anlehnung von Leben und Tod von K1, wer es gesehen hat. Ja, Bro, auf jeden Fall, ich würde sagen, du darfst anfangen zu schießen. Du darfst jetzt eine Nationalität, eine Liga und eine Mannschaft für meine 3 Stürmer aussuchen. Also, ich nehme die gute, alte, sehr beliebte Premier League. Dann nehme ich als Nation Spanien. Okay. Also Premier League, Spanien. Und als Mannschaft würde ich noch nehmen... Boah, irgendwas. Juventus Turin. Okay. Du hast niemanden getroffen, Bro. Da war wirklich kein einziger dabei. Was? Du hast keinen einzigen getroffen, Bro. Du hast keinen von Juve, keinen Spanier und keiner von der Premier League? Nein, Bro, hab ich nicht. Bruder, muss Walla, ganz wieso groß. Wieso sollte ich lügen, Bro? Wieso sollte ich lügen? Muss. Ja, die vertraue ich halt nicht, ne? Ja, Bro, jetzt pass mal auf, wie ich deine Spieler einzeln runterpflücken werde. Alles klar. Also, Mo K, du hast von Liga her, hast du einen aus Serie A. Dann Nationalität sage ich Franzose. Und Mannschaft sage ich Bayern München. Ja! Ja! Ich wusste, ich bin der geilste Mann. Nicht einen einzigen hast du getroffen. Nein. Scheiße, nicht also wenn es so weitergeht, dann können wir ja komplett mit den Teams starten, wo wir aufgebaut haben, Mann. Hoffentlich. Also du hattest kein Premier League, du hattest kein Juve, du hattest keine Spanier. Okay. Mo, du bist jetzt wieder dran. Ich habe jetzt meine 3 Mittelfeldspieler und du darfst wieder 3-mal schießen. Ich nehme als Nationalität. Nein, ich nehme erstmal die Liga.
diesmal nehme ich, ich nehme einfach nochmal die Premier League. Ich nehme als Nationalität Frankreich und als Liga nehme ich Real Madrid. Ach, als Mannschaft nehme ich Real Madrid. erstmal schön reingeschissen, wie es sich gehört, meine lieben Freunde. So scheiß man im ersten Video auf einem neuen Kanal richtig schön rein. Liga Real Madrid, wer kennt's nicht? So, also nochmal, was habe ich jetzt gerade gesagt? Ich nehme Premier League, ich nehme Frankreich, ich nehme Real Madrid. Herzlichen Glückwunsch, ein Spiel hast du getroffen, Bro. Ja! Ein Spiel hast du getroffen. Ich ersetze dich direkt mal schon mit durch. Dem Wer war's denn? Das sage ich dir nicht, sonst kannst du ja weiter hier deine Predictions machen. Das sage ich dir nicht. Stimmt. Schade. Okay, Bro. Dann bin ich dran. Ja. Im Mittelfeld nehme ich bei dir die Premier League als Liga. Ja. Als Nationalität nehme ich Spanien. Und Mannschaft nehme ich Juventus. Ah, scheiße! Was ist los? Ja, hab ich getroffen? Nein, hast du nicht. Ich wollte dir nur ein bisschen, das Glücksgefühl vermitteln, als hättest du getroffen. Das ist dir gelungen, Alter. Ich hab gedacht, ich habe alle drei getroffen. Hab ich nicht getroffen? Nee, du hast wirklich keinen einzigen getroffen. Aber wieder mit was spielst denn du? Also ich habe wirklich so gebaut, das ist unmöglich zu treffen. Genau, jetzt kommen die zwei Außenverteidiger. Du darfst zwischen Rechtsverteidiger und Linksverteidiger. Also kannst du schießen. Ich nehme die Bundesliga. Ich nehme Frankreich wieder. Und ich nehme nochmal Real Madrid. Als Liga. Also du hast schon wieder einen getroffen. Echt? Ich schwöre dir, du hast wieder einen getroffen. Du hast safe Real Madrid da drin. Scheiße. Das wird Eskalation, der Debo-Vernichtung. Außenverteidiger, ne? Du hast ja schon zwei Joker übrigens. Du hast jetzt übrigens schon zwei Joker. Stimmt, ja, die brauche ich im Moment noch nicht. Mal gucken, vielleicht gleich, wenn ich Bock drauf habe. Ne? Okay, Bro. Also ich nehme jetzt, als Liga nehme ich spanische Liga, La Liga. Nationalität nehme ich Brasilien. Und als Mannschaft nehme ich Juventus. Oh mein Gott. Das tut mir schon ein bisschen leid, aber du hast wieder keinen getroffen, ne? Hab ich wieder keinen getroffen? Ey, Digga, ich schwöre, spielst du mit Silberspielern oder was machst du da? Also ganz ehrlich, das Team, ich glaube, das würden auch welche als Main-Team nehmen, ne? Das siehst du aber gleich. Das ist echt nice, ohne Scheiß. Ich nehme die spanische Liga. Keine Reaktion, schon mal gut. Dann nehme ich Deutschland als Nation. Und Juventus als Mannschaft. Bro, du hast alle drei getroffen. Nein! Nein, Bro, wie fühlt sich das an? Nein, Mann, Alter, wie fühlt sich das an? Oh, du Bastard, ich hab jetzt gedacht, ich hab wirklich alle getroffen. Scheiße. Wie fühlt sich das an? Boah, das ist hart. Ich hab jetzt wirklich gedacht, der spielt jetzt ohne Innenverteidiger, ohne Torwart. Ich nehme Bundesliga, ich nehme Deutschland und ich nehme Premier League. Oh mein Gott. Nichts getroffen wieder? Nein, also, das ist, ja, du hast zwei getroffen, ne? Zwei getroffen? Das ist nice. Das ist richtig nice. Lass mich raten, wen du getroffen hast. Du hast safe Boateng und Neuer drin gehabt. Oder? Sehr ehrlich. So ähnlich. Jo, Jungs, jetzt haben wir fertig geschossen. Jetzt darf jeder zwei Joker plus Ibrahimovic Pflicht ins Team einbauen. Und dann treffen wir uns nochmal und fangen auch direkt mit dem Spielen an. Leben und Tod des Mo-K, kann losgehen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Okay, Bro. So, Jungs, jetzt geht's auch schon los mit dem Spiel. Ganz, ganz wichtig, habe ich vergessen zu sagen, am Ende wird die Tordifferenz zum Abstoßobjekt. Das heißt, zum Beispiel, ich verliere 2-0, dann darf der Mo-K zwei Spieler von mir aussuchen, die er aus meinem Team abstoßen darf. Würde ja sonst keine Squad-Battle-Challenge sein. Oder nennt man das so? Ich meine natürlich Nation Escalation. Also, Bro, ich würde sagen, wie viel Chemie hast du, Bro? Ich glaube 90. Digga, was ist mit deinem Team los, Mann? Ey, was? Oh, okay, dein, Bro, dein Tor. Oh,
Oh, dein Torwart war ein Fehler, Bro. Bronze-Torwart war ein Fehler. Das war ein Fehler. Ich habe leider kein Torwart mitgenommen. Bro, ich wünsche dir viel, viel Glück. Wird dir alles nicht helfen. Du wirst zerlegt. Wie Ikea-Ware, Bro. Du wirst zerlegt jetzt. Viel Glück, Bro. Dir nicht. Könnte ich dir nicht. Nein! Ehrenpfosten! Absoluter Ehrenpfosten! Ich schwöre! Vidal aus der zweiten. Oh, Vidal, was machst du? Mach ihn rein! Bronze-Torwart! Ruhig, ruhig! Der Parrish, der hält doch! Oder kennst du Parrish? Ist Bruder von Parrish Hilton. Oh mein Gott, das ist. Oh, Bronze-Torwart, Alter. Das war ein Fehler, Bro. Oh. Das war echt ein Fehler. Das war der größte Fehler, den ich gemacht habe, ey. Weißt du, welche Musik man ich hier einspielen lassen werde, Bro? Leben und Tod des Ken Glöckner, Alter. Vom Bushido. Wird im Hintergrund laufen. Ey, Bro, ich mache ein neues Intro. Neuen Track. Leben und Tod des okay. Oh, Ibra. Oh mein Gott. Alter, das war das Time-Finish des Todes in Rot, ey. Ich habe noch nie so ein krass schlecht rotes Time-Finish gesehen, ey. Ich schon, Bro, gerade von dir. Oh mein Gott. Oh! Oh! Alter, Leon. Patch ist da, ey. Einfach ja. Draufzünden. Wow, nein, ist durch. Nein! 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 Nein, das war die einzige Chance, die ich im ganzen Spiel bekommen werde. Und ich mach die Scheiße nicht. Oh, Scheiße, Mann, das war eine 100%ige. Ich schwör, das gibt jetzt als Strafe, dafür gibt auf den Arsch. Ehren Ibrahimovic. Oh, der wäre fast reingegangen. Das macht mir so Angst, der. Das macht mir so Angst. Oh, Parrish, Alter. Ehrenbruder. Ey, den Parrish kann man ruhig mal in der Weekend League zocken, wenn es so weitergeht. Boah. Ey, guck mal, der hält. Der ist nicht schlecht. Jungs, erste Halbzeit 1-0. Richtig krass spannendes Spiel. Ohne Scheiß, richtig krass spannend. Ich bin ja jetzt ganz neu auf deinem Kanal und da wollte ich auch nicht von Anfang an auch Gas geben und dich so ein bisschen lächerlich dastehen lassen, ne? Aber wenn du es nicht anders willst, ich kann auch anders. Und Raul, Bro. Wow. Oh. Der muss sweaten. Oh mein Gott, ich kann doch nicht mal sweaten. Das ist ein Prime-Icon-Moment-Spieler. Bro, das Leck ist mich am Arsch. Ich schwör's dir, das ist Karma, Bro. Das ist Karma. Ey, ich wollte halt so ganz sicher machen, so aber richtig, so richtig so Bastard-Move machen mit sweaten und so. Ne, aber nö. Messi. Oh mein Gott. Oh, was ist los mit diesem Parrish? Oh, was ist los mit dem? Oh, was ist los? Dieser Parrish! Der ist ja anders krass unterwegs, ey. Aber Messi? Abseits, oder? Oh, was? Oh mein Gott, was ist los mit diesem Parrish? Ich schwör dir, das ist nicht normal. Alter, was ist denn da los? Elfmeter, Pfeil, mach doch irgendwas! Nichts macht er, nichts! Nee, der ist drin. Kein Finish? Mann, ey, das gibt's doch nicht! Ey, einer muss ganz einfach sitzen hier! Oh mein Gott. Nein! Chili? Nein! Yo, sowas pfeift der! Ich werd da voll umgetreten, voll umgenietet, nichts! Bro, der Debo Squad weiß, bei mir sind Freistöße wie Elfmeter, Bro. Da gibt's kein Entkommen. Mach dich auf was gefasst. Boah, ich hab doch Parrish da hinten, den Ehrenbruder. Digga, ich schwör, ey, der hält echt gut für so einen scheiß Bronzespieler, ne? Ich schwör, der hält echt gut. Brutal, Alter. Digga, gib den mal. Mir nicht, Wallah, mir nicht. Nein. Ey, wir könnten noch 10 Stunden so spielen, ich werde kein Tor mehr schießen. Oh. Ich hab nichts gemacht. Oh, nein. Nein! Ey, das gibt es nicht! Das gibt es einfach nicht! Das geht nicht! Das ist unmöglich! Bro, wer beim Fußball keine Tore macht, der wird bestraft! Oh mein Gott! Messi, komm! Ehrenbruder Parrish Hilton, Alter! Nein, bitte nicht! Nein! Doch! Nein!
Nein! Das ist so unfair, ich schwöre! Das ist so unfair! Ey, das gibt es nicht! Ich mache hier komplett das Spiel! Läuft der ab, ey. So, der gute Mo Gay wurde in seine Schranken gewiesen, Jungs. Wir gehen sofort zum Abstoßen. Ja, Mo, willst du was dazu sagen? Du weißt ganz genau, du weißt noch besser als ich, dass du sowas von unverdient gewonnen hast. Das ist doch schlimmer als Weekend League, die Rotze hier, ey. Bro, gewonnen ist gewonnen, Sieg ist Sieg. Bist du soweit? Ich lasse es einfach so stehen, ja. Bro, ich kann in deinen Kopf sehen, Bro. Ich weiß genau, wie du tickst. Ich weiß, wie die Libanesen ticken, Bro. Ich weiß genau, wo du deine Spiele eingetan hast, ja. Spürst du schon dieses Kribbeln in den Fingern? Spürst du schon dieses ja, Kribbeln in den Fingern? Ja, jetzt rede einfach mal. Was du jetzt? Also, mein guter Mo, ja, die erste Position, die ich aussuche, ist dein linker Flügel. Ja. Und die zweite Position, die ich aussuche, ist dein Torwart. Ich kann mir mal zeigen hier, ich habe ein einziges Spiel mit dem gemacht. Das war jetzt gerade eben. Ich wollte halt so ein geiles Dreieck mit dem, mit De Rossi und mit Florenzi UCL live machen. Habe ich De Rossi getroffen? Manolas. Mann, oh Digga, das tut mir echt leid, Mann. Ohne Scheiß. Das tut echt weh, ich schwöre, ich habe ein Spiel gespielt nur. Alter, Manolas tut mir leid, Mann. Der andere war übrigens Florenzi. Das ist ja nicht ganz so schlimm, aber Manolas tut echt weh, ey. Weil ich hatte echt Bock auf so ein Dreieck mit den dreien. Ganz ehrlich, das tut echt schon weh. Ich schwöre dir, das tut mir gerade im Herzen weh. Ich wünschte, ich hätte Parrish abgestoßen. Ich schwör's dir. Ach, hör auf zu lügen. Als hättest du Mitleid. Zähl mal runter. Was? Einfach. Zähl runter, dann hau ich den weg. Okay. 1, 2, 3. Ist er weg? Der ist weg, Bro. Ja, der ist weg. Jungs, ach, das war's von uns. Das war unsere Nation Escalation. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr dieses Format feiert, lasst auf jeden Fall einen Daumen da und in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das Format fandet. Es ist ganz neu, haben wir zwei erfunden, haben uns wirklich sehr viel Gedanken gemacht, würden uns über ein Feedback sehr, sehr freuen. Natürlich gibt's auch ein Rematch auf dem Kanal vom guten Mo. Bro, danke, dass du dabei warst. Mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir aufzunehmen. Dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten, Jungs, und ade und ciao.